Beziehungscoach und so weiter und so fort. Ja, heute mal wieder ein kleines Gossip-Video. Ich muss zwischendurch auch mal was anderes machen. und ja, für die, die auch viele auf YouTube sind, Bibi und Julian sollen sich ja getrennt haben. Bibi, ja, größte deutschsprachige YouTube-Kanal, YouTuberin, über 6 Millionen Follower, also ein absolutes YouTube Urgestein, habt ihr jetzt selten geguckt, aber wir haben so krasse Wohnungstouren und im in irgendwelchen, weiß ich nicht, Privatjets und also einfach irgendwie eine krasse Karriere, auch sehr intelligent, glaube ich, Geld verdient immer. Und ja, ich glaube, eins der letzten krassen YouTube-Paare seit Ewigkeiten zusammen, haben Kinder und was weiß ich. Und jetzt hieß es, ja, von dem, also erst gab es so Gerüchte, weil die nicht gepostet haben. Da hat der Julian gesagt, ja, wir haben uns getrennt. Gibt es so eine Instagram-Story. Und wo man jetzt dachte, okay, jetzt haben die sich auch getrennt. Jetzt haben sich wirklich alle getrennt, die irgendwie auf Social Media zusammen sind. Und ja, ich glaube aber tatsächlich, was ich jetzt auch gar nicht so lustig finden würde, muss ich auch sagen, aber da, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das ein Fake ist. Also, und zwar so ein Promo-Fake. Und zwar gibt es da so Hinweise. Also, erstmal, wenn man sich diese, da sind halt so Fotos gemacht worden, wo sich jemand anderen küsst. Das ist aber so praktischerweise jemand aus dem Marketing-Team oder aus dem Management-Team. Dann wirken diese Bilder so. Ja, gut, ich bin ja kein Profi, aber es gibt da schon mal so ein paar Hinweise, dass sie gefotoshoppt sind. Dann haben die in ihrem Podcast von so einem sozialen Experiment gesprochen, was da vielleicht kommt. Und dann, ja, gibt es scheinbar ein neues Produkt da oder eine neue Modereihe, glaube ich. Und ja, wäre natürlich super cool, da jetzt Aufmerksamkeit herzustellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich so ist, das wird denen, glaube ich, das wird nicht so gut ankommen. Da weiß man schon gar nicht, was vielleicht besser ist, ob sie wirklich getrennt sind oder ob das wirklich ein Fake ist. Weil ich glaube, das wird, boah, ich glaube, das wird echt einen riesen Backlash geben. Ey. Aber gut, kleines Gossip-Video mal. Schauen wir mal, könnt ihr mal schreiben, was ihr so denkt. Und freue mich natürlich, wenn die tatsächlich noch zusammen sein sollten. Aber ich glaube, über sowas sollte man keine Witze machen. Wenn sie wirklich getrennt sind, ja, mache ich vielleicht auch nochmal ein Video drüber. Wünsche Ihnen natürlich beiden das Beste. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.